Moin, hi, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem 10 verschiedenen Booster Opening. Und was uns hier erwartet, seht ihr natürlich nach dem Intro. Jawohl, geht, Leute, ich habe hier heute wie angekündigt ein 10 verschiedenen Booster Opening für euch am Start. Das ist einiges dabei. Und ja, ich bin aktuell am Vorproduzieren. Weil, wenn ihr das Video seht, habe ich vermutlich Urlaub, weiß gar nicht, ob ich zu Hause bin. Deshalb, ich will euch natürlich mit Videos versorgen. 10 verschiedene Booster, kommt immer gut an. Australien, Neuseeland, Roman's World, start immer. Ich habe auch 20 verschiedene Booster Opening aufgenommen. Entweder habt ihr es schon gesehen oder werdet es noch sehen. Das weiß ich selber gar nicht. Wir starten mit Elena Nenali für Italien. Jody Brown für Jamaika. Jacqueline Sawick für die Philippinen, Fatima Taknaut für Marokko und Rosella Ayane für Marokko. Ihr könnt auch mal gerne schreiben, ob ihr irgendeine von den Serien mal gerne sehen wollt. Vielleicht kriege ich dann am Box immer hin. Bayern Training Cards für 15. Schauen wir einmal mit dem Teamporträt. Hier haben wir zum Beispiel Alaba, Pizarro, Götze. Ja. Wir haben Tom Starke. Das waren damals diese, wie hat man die genannt? Wie heißen die? Porträtkarten? Sind das die Porträtkarten? Ich denke mal, ne? Bastian Schweinsteiger. Hier auch immer hinten in Infos. Ja, Thomas Müller, Jubelkart, Dante, so, hier haben wir ein paar Infos, Dante, steht dann, wo er gespielt hat, und noch Sherdar Shaqiri. Zack, das waren Bayern Trailers. Dann haben wir Hogwarts Häuser Sticker. Wir starten einmal mit, kriege ich den Namen gerade nicht, boah, guckt euch das an. Richtig schöner Sticker. Oh, sehr schön. Slytherin mit Draco. Ich selber. Und dann haben wir hier alle vier Häuser. Warum haben wir hier nur vier Sticker mit drin? Na egal. Alle vier Häuser. Ich bin selber ein Slytherin. Falls ihr Harry Potter Fans seid, schreibt mal gerne euer Haus in die Kommentare. Würde mich definitiv mal interessieren. Wir haben Update Edition Champions League 12-13 Panini. Wir haben Joaquin Sanchez, Fans Favorite für Malaga. Malaga, Alter. Die spielen, glaube ich, mittlerweile dritte spanische Liga, ey. Die hat komplett abgestürzt. Dann haben wir nochmal Malaga. Boah, Martin De Michelis, lol. Wie geil. Charlton Mulgrew, Jack Wilshere für Arsenal, Fernandinho für Shakhtar Donetsk und Chris Commons für Celtic. Alter, was für geile Spieler hier drin sind. Was für geile, legendäre Spieler. 125 Jahre Eintracht Frankfurt, Grüße Lukas. Ich habe noch ein paar Tüten hier. Deshalb packe ich sie aus. Das ist, boah, kann ich gar nicht sagen. Das sieht aus wie so ein Pokalgewinn. Dann ein Wandporträt. Ja, wie gesagt, ich kann mit leider absolut nichts anfangen. Hier, das ist, glaube ich, irgendwie auch wieder ein Pokalgewinn. Dann eine Mannschaft, die sich zusammenrauft. Frankfurter Eintracht. Und dann haben wir Ante Rebic gegen die Bayern im DFB-Pokal. Denke ich mal. Minions Trading Cards. Wollte ich schön mal einen Unboxing zu sehen. Ich habe aber leider aktuell nicht genug dafür. Ich werde vielleicht mal ein Unboxing dazu bringen. Weil, wie gesagt, Stimme hat sich es gewünscht. Oh, wie süß. mal schauen. Mal schauen. Vielleicht kriege ich noch günstig ein Display oder so. Premier League 18-19. Ja, was ist denn hier los? Otamendi. Damari Gray. Matthew Ryan. Jack Stevens. Roberto Firmino, Fan-Favorite. Lukaku, Man of the Match und Jamie Vardy, Star Player.
Und ich liebe diesen Spieler. Den brauche ich für meine Sammlung, das ist nice. WM 2014. Oh, Michael ist hier, nice. Torosidis, Nagatomo, Hussein und ein Stadion in Brasilien. Damals erst FC Köln, Sammelalbum. Das Sticker-Album. Rheinenergiestadion. Dominik Drexler. Horst Held. Ach du Jemini. Karneval. Und dann haben wir noch eine FC-Legende. Name komme ich gerade wirklich nicht drauf. Und dann haben wir hier Eishockey. DL Training Card. Richtig. Habe ich ganz günstig erstellt. Ich glaube, 1 Euro habe ich gesehen. Robert Gullit für die Pinguine. Ist das Krefeld? Ja, Krefeld Pinguin hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht mache ich dazu auch mal ein Opening, wenn ihr es sehen wollt. Zalenka. Arp. Kurz. Johnson. Augusta. Davidson. Und Sean Carter. Zeige ich dir jetzt auch nochmal. Boah, Wölfe Freiburg, was ein geiles Logo. Nürnberger Ice Tigers, Pinguine, Hamburg Freezers, Hannover Scorpions, Metro Stars und die sagen mir gar nichts. Schade, bis jetzt kein von den Kölner Haien. Ich weiß gar nicht, wo die damals gespielt haben oder so. Egal. Wenn es euch gefallen hat, natürlich trotzdem gerne Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Tschüss Koski. Peace out. Ich bin raus und ciao.